Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und heute haben wir mal wieder ein kleines Projekt hier und zwar Star Wars Republic Commando in der neu aufgelegten Form in Unreal Engine 4 hier. Das ist wieder ein kleines Fanprojekt von manchen Leuten, die dieses Spiel hier nochmal als kleines Remake machen möchten. Hier sieht man auf jeden Fall Pre-Alpha-Footage, so haben sie es genannt. Da sieht man so ein bisschen, dass sie rumlaufen können, so ein bisschen wie die Schießens-UI, so ganz, ganz grob. Und wie das Spiel halt heutzutage so aussehen könnte. Am Ende werden nochmal eher so ein paar Bilder gezeigt von Gegnern, von Assets, von irgendwelchen Raumschiffen, von LATs, von Fahrzeugen, von Soldaten und so weiter, von Umgebungen. Und das ist super cool. Also mir gefällt das sehr, sehr gut vom Optischen her. Republic Commando war immer ein sehr, sehr cooles Spiel. Vielleicht kennst du die einen oder anderen. Ich habe das ja hier auch auf dem Kanal schon als Let's Play mal gebracht. Und das ist eine Art Taktik-Shooter, erinnert stark, aus meiner Sicht finde ich, an die alten Rainbow Six-Teile, als auch an sowas wie Ghost Recon. Und da spielt man so ein Vierer-Squad, beziehungsweise man spielt eine Person, den Anführer dieses Vierer-Squads und muss dann halt, wie gesagt, relativ taktisch versuchen, die Leute und sein Team durch solche, ja, relativ speziellen Missionen zu geleiten. Und dann kann man das halt, ja, wie gesagt, sehr taktisch angehen, von wegen, du gehst ans Geschütz, du heilst da deinen Teammate, du wirfst eine Granate, du gehst hier an die Deckung und die Deckung und die Deckung und kann die dann halt so rummanövrieren lassen, kämpft aber auch selber noch mit. Und das Ganze im Clone Wars Setting, also hier, ne, mit Republic Kommandos bzw. Klon Kommandos, die dann halt, wie gesagt, sehr spezielle Aufträge erfüllen und dann halt, ja, ihr Abenteuer so gesehen erleben. Ist damals sehr, sehr gut angekommen, so wie ich das mitbekommen habe, und ist leider mit einem sehr, sehr doofen, offenen Ende geendet, das Spiel. Von daher haben sich da Leute immer gewünscht, von wegen, oh, kommt da nicht noch ein zweiter Teil? Das kam dann leider nie. Ich glaube, da war sogar mal was in Entwicklung, aber das kam so nie raus. Und die Leute hier von dieser, oder von diesem Projekt hier, haben sich mal rangesetzt an so eine Art Remake, wie das Ganze aussehen könnte heute. Allerdings muss ich auch sagen, das scheint auf Eis gelegt zu sein, beziehungsweise da gibt es anscheinend nichts großartig Neueres, denn das hier ist noch so von einem Jahr ungefähr, dieses, was ich jetzt hier gerade präsentiere, die ganzen Bilder. Und seitdem scheint da wohl nichts mehr gekommen zu sein. Das Ganze ist auch, wie gesagt, immer unten verlinkt in der Videobeschreibung, wer sich das Ganze anschauen möchte. Und sieht trotzdem super cool aus, ne? Man könnte sich ja überlegen, wie wäre das, wenn man sowas als Remake raushauen würde, also jetzt an offizieller Stelle, ne? Dass man sagt, ey, hier, cool, Mann, Republic Commando war damals ein Hit, ballern wir nochmal raus und dann lassen wir die Serie neu aufleben, vielleicht dann mit Folgespielen und so weiter. Ist natürlich fraglich, ob sowas kommen wird, ist eher unwahrscheinlich, aber dennoch ganz cool, dass da immer wieder Leute sich an solche Fanprojekte setzen und immer wieder neue, coole Sachen raushauen. Gerade die Republic Commandos sehen natürlich unfassbar cool aus mit ihren coolen blauen Visieren. Das mochte ich immer persönlich zumindest sehr gerne. Und wie gesagt, das Vierer-Squad ist einem dann auch irgendwo ans Herz gewachsen während dieser ganzen Erlebnisse, die man dann so im Spiel ja, macht oder erlebt. Naja, auf jeden Fall, das wäre es mit dieser kleinen Präsentation. Schreibt mal gerne eure Meinung rein, wie ihr das finden würdet, wenn dieses Spiel nochmal neu rauskommen würde. Und natürlich schreibt gerne rein, wie ihr das Ganze hier optisch ansprechend findet oder ob ihr sagt, ja, nee, ich fand die damalige Grafik eigentlich ganz okay. Braucht man nicht nochmal in neuer Form. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr so sagt. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder mit dieser kleinen Präsentation. Mir gefällt es unfassbar gut. Wäre cool, wenn da irgendwas in Zukunft kommen würde. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.